Hey Friends und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe mir neue Extensions bestellt. Ich wollte nämlich ganz gerne solche Flip-Extensions haben. Die haben halt hier oben so ein Fischerdraht, so ein ganz dünner, durchsichtiger. Und dann halt so Klipse. Ich zeige euch immer für das Video auch, wie man die dann anzieht. Aber ja, ich habe die von Amazon. Ich finde die auch gar nicht mal so kacke, muss ich ehrlich sagen. Die waren halt echt nicht teuer. Die haben 83 Euro gekostet, weil es gab so einen 5%-Coupon. Und ja, die sind halt relativ lang. Ich glaube 45 cm in einem schönen Blond. Die werde ich natürlich jetzt färben. Ich habe nämlich vor, die von mit diesen Cyrus Glow Tönungen ein bisschen dunkler zu färben. Roasted Pecan und dieses Kupfer ein bisschen reinmischen. Ich guck mal, ob das funktioniert, ob ich die überhaupt angeglichen bekomme an meine Haare. Boah, meine Haare momentan, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe das Gefühl, die verändern gerade komplett ihre Haarstruktur und ich krieg Locken. Ich habe keine Ahnung. Es ist ganz, ganz komisch. Man sagt ja, alle 7 Jahre verändert sich das, aber ich weiß nicht. Darauf bin ich jetzt irgendwie nicht so vorbereitet. Aber ich wollte auf jeden Fall einfach mal ein paar Extensions haben, dass wenn ich irgendwie feiern gehe oder so, ich ein bisschen rumexperimentieren kann. Und weil ich doch schon echt sagen muss, meine Haare sind nach den Dreads schon sehr dünn. Ich habe natürlich jetzt hier auch keine Bürste, deswegen bleibt das jetzt auch einfach hier mal so ein bisschen hässlich. Aber ja, ich wollte euch auch einfach nur die Extensions kurz in dem Zustand hier zeigen, wo sie angekommen sind. Die sind natürlich jetzt super glatt, voll weich mit dieser Silikonschicht, die halt immer auf so neuen Extensions drauf ist. Ja, auf jeden Fall werde ich die jetzt einmal durchwaschen, die Tönungen da drauf klatschen, ein bisschen einwirken lassen und dann zeige ich euch einfach, wie das dann danach aussieht. Schauen wir mal, was wird. Ich fühle mich wieder ein bisschen wie früher, wo ich euch immer meine Extensions gezeigt habe. Das macht gerade ein bisschen Spaß. Okay, bis gleich. Hey Friends, ich bin so müde. Ich habe gerade, glaube ich, 3,5 Stunden geschlafen, weil ich einfach verpeilt habe, dass ich heute um 6 Uhr arbeiten musste. Ich dachte nämlich, ich habe Spätschicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall noch schnell das Ergebnis von meinen Extensions zeigen. Können wir mal ganz kurz, bitte über dieses Farbergebnis reden. Ich bin so stolz auf mich. Das ist einfach fast genau die gleiche Farbe wie meine Haare. Also klar, meine Haare sind ja hier ab dem Teil noch mit Illumen gefärbt. Aber so der Rest, das passt einfach perfekt. Und wenn es dunkel im Club ist und ich die Extensions drin habe, dann sieht man sowieso nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall mega begeistert. Die Sockenlocken sind ein bisschen krass hier noch. Aber ich finde es einfach, das ist so schön. Also ich bin wirklich total zufrieden. Und wenn man die dann noch so ein kleines bisschen antopiert, weil die halt jetzt auch nicht so krass dick sind, ey, geht voll klar. Ich meine, klar, ne, man sieht halt immer ein bisschen, dass meine Haare natürlich kürzer sind. Aber hättet ihr jetzt wirklich noch ein bisschen dünnere Haare als ich, würde es absolut gar nicht auffallen. Also ich finde das so krass. Ich habe jetzt auch eine Technik gefunden, wie ich die reinsetzen kann, ohne dass man quasi hier unten, also wie das immer bei Clip-in Extensions ist, dass man hier so die kurzen Haare sieht. Ich zeige euch das jetzt mal. Aber ich bin total, total happy, weil das ist so schnell und so easy, dass man einfach geile Haare hat. Der Wahnsinn. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich die reinmache. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so gut hin, weil ich jetzt natürlich nur über den Display gucken kann. Also ihr könnt hier nochmal die Farbe sehen. Ich habe halt, wie gesagt, jetzt von Cyrus die Farbe Pekanuss genommen und mit ein bisschen Kupfer gemischt. Und das 2 Runden halt drin gelassen. In der 2. Runde habe ich dann ein kleines bisschen mehr Kupfer reingemacht und dann kam einfach perfekt meine Haare raus. Das ist so geil. Da freuen wir uns. Ja. So, jetzt zum Einsetzen. Also ich mache mir erstmal hinten auf der, also etwas höher so einen kleinen Dutt. Am besten ist es mit der Spange, aber ich habe jetzt gerade keine. Deswegen versuche ich das jetzt einfach mal so. Und dann hat das die Tresse ja hier diese Fischerschnur.
die ziehe ich dann einmal über meinen Kopf und versuche das einfach nur hinten runter zu machen. Ich drehe mich mal um. Also quasi einfach so und dann hat man hier die Klipse und die klipse ich jetzt einfach in meinen unteren Haaransatz quasi einfach nur in die Haare, die quasi nach oben sind, weil so hat man halt nicht... Ja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall klippt man hier eigentlich da rein. Und dann hat man nämlich nicht diese nervigen kleinen Haare. Und jetzt mache ich einfach nur den Zopf wieder oben auf. So. Oh, ich hoffe, ich sehe das jetzt hier. Und kämme meine Haare quasi einmal ordentlich mit, damit ich nicht hier die Knüppelchen habe an der Schnur. Ne, auch schön hier die Öchenhaare so nach vorne. Ich denke mal, das ist so halbwegs okay. Ich werde die wahrscheinlich sogar noch ein kleines bisschen mehr zuschneiden, damit das mit meinen Haaren besser passt. Oder wenn ihr jetzt auch einen krassen Stufenschnitt habt, dann sieht das, glaube ich, auch richtig gut aus. And that's it. Meine Haare waren halt heute Morgen noch ein bisschen gelockt, da sah es auch noch mal ein bisschen besser aus. Aber ich bin so zufrieden. Auch beim Feiern gehen, ich hatte die jetzt am Samstag an, wo Tanz in den Mai war. Und wirklich keinem ist aufgefallen, dass ich Extensions drin habe. Ich meine, gut, meine Freunde wissen, ich habe nicht so lange Haare, aber die meinen, nee, das sieht man gar nicht. Und da hatte ich die noch nicht mal richtig gut drin, weil ich hatte da noch das mit den zwei Dingern hier. Genau, hinten muss man dann halt ein bisschen gucken, dass die Haare nicht so hoch stehen. Aber ja, also ich kann die euch tatsächlich sogar empfehlen. Auch von der Qualität, die sind total in Ordnung. Also ich weiß, die von Global Extend, die sind zwar besser, aber die sind halt einfach doppelt so teuer in der Länge. Deswegen, ja, da freuen wir uns, ne? Ich finde hier die Seite sieht ein bisschen komisch aus im Vergleich zu der. Aber naja, das sind die Sockenlocken. Okay, Friends, ich werde das Video jetzt dann an dieser Stelle beenden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die mir einfach gerne in die Kommentare. Ein ganz kleiner Disclaimer, sagt man das so? Ich habe mich beim Amazon-Partnerprogramm angemeldet und das heißt, wenn ich in Zukunft irgendwelche Amazon-Links verlinke, bekomme ich eine kleine Provision von den Sachen, die ich euch empfehle. Ich finde, das ist eigentlich relativ fair, wenn ich halt von etwas überzeugt bin, dass ich dann dafür auch einen kleinen Teil an Einnahmen erhalte, wenn ich halt etwas empfehle. Aber ich wollte das einfach mit euch offen kommunizieren, damit das nicht irgendwann vielleicht blöd für euch sein könnte. Ja, aber ich würde euch die Extensions auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn ich nicht dahinter stehen würde. Und ich meine, das Ergebnis spricht halt auch für sich, ne? Dafür, dass das einfach nur 83 Euro Extensions waren. Da war halt noch so ein 5% Coupon von Amazon. I love it. I love it. Okay, Freunde, habt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.